An unser verehrtes realweltliches Publikum. Wie uns die Erfahrung zeigt, ist das Leben in der Sujetwelt, welche wir Ihnen heute zur Ansicht freigeben, kein strenges Für-sich-Sein. Die Sujetpersonen dieses Stückes zeigen eine Tendenz zum Einsehen und sogar Einbrechen in unsere realen Zuschauerräume. Sie brauchen sich aber deswegen nicht zu beunruhigen. Es kommt hier nur einmal, nur bei einer Sujetperson zum Weltsphärenwechsel. Sie taumelt auch schon halb tot zu uns herein und gibt dann ihren Geist zwischen den leeren Stühlen auf. Es ist ganz harmlos. Die Theaterdirektion. Ramesin, psst, halt dich ruhig, jetzt können wir ihn beobachten, da, sieh doch nur, wie er die Hände vorstreckt und in den Wald hineinstarrt, das ist schon der szenische Komplex bei ihm, die theatrale Verrücktheit, der wir noch alle hingeopfert werden können, wenn nichts Rettendes geschieht. Erbig, der während dieser Worte erstaunt auf den König geblickt hat. Aber was hat das alles zu bedeuten? Von Ramesin im Flüsterton. Er denkt, wir befinden uns auf einer Szene. Er glaubt, unsere Welt wäre eine Szenenwelt, verstehst du? Und wo er so suchend hin und her geht, das ist für ihn der Szene vorderster Rand. Da beginnt, wie er meint, der Zuschauer. Erbig, welcher Zuschauer? Das sind doch Tollheiten, Ramesin. Mann, was redest du? Von Ramesin unbeirrt fortfahrend. Er ist überzeugt, dass wir von einer anderen Welt her ständig beobachtet werden, dass zahllose Augen zu jeder Stunde in unser Leben hereinsehen. Erbig ungläubig. Aber wie kann er sowas annehmen? Das vor ihm ist doch ein durchaus realer Wald aus realen Bäumen und realem Gestrüpp mit völlig realen Vögeln und Hirschen drin. Ramesin, ja, so verstehen wir es und alle, die hier normal so sehen und denken.
Aber der sieht die Dinge eben anders. Da, jetzt wirft er Steine. Das ist auch so ein Fimmel von ihm. Erbig, warum findest du das so merkwürdig? Vielleicht vertreibt er sich nur die Zeit, hat sich ein Ziel gewählt und schmeißt danach. Das tue ich auch mal gern, wenn es mir zu langweilig wird. Ramesin, nein, was du denkst, ist es nicht. Der bildet sich ein, dass er die Steine in den Zuschauerraum wirft, den er vor unserer Welt zu sehen glaubt. Erbig, und warum zieht er ein so unzufriedenes Gesicht dabei? Ramesin, weil er begreift, dass die Steine gar nicht dort landen, wohin sie fliegen sollen, dass sie eben doch in unserer Welt bleiben, wie weit er sie auch immer von sich werfen mag. Erbig, ja, aber überzeugt ihn das denn nicht davon, dass alles ein Selbstbetrug ist, was er da glaubt, dass es überhaupt keinen anderen Weltraum oder wie sagst du, Zuschauerraum, aha, also dass es da gar keinen Zuschauerraum geben kann? Ramesin, Achselzucken. Da sagt er nur, die Anziehungskraft unserer Erde sei zu stark, um Wurfgeschosse bis dorthin werfen zu können. Er hat auch oft mit der Armbrust auf sein Fantasiebild geschossen. Hat auch kürzlich das neue Feuergewehr danach abgebrannt. Natürlich war das alles nur ein unnützes Bemühen. Aber seine Ansichten sind dieselben geblieben. Mir scheint sogar, dass er mittlerweile von seinem Unsinn noch überzeugter ist als vorher. Ernst bei einer Feier. Es geht hier darum, eine Geschichte zu beenden, in der wir alle uns nur zum Zeitvertreib für fremdweltliche Zuschauer umher bewegen, in der wir alle möglichst interessant sein müssen, damit die da draußen sich nur nicht langweilen, möglichst gefährlich, möglichst tödlich füreinander und auch immer möglichst unterschiedlich, damit die Gegensätze gut herauskommen und es Abwechslung gibt für die gnadenlosen Beobachter vor der Szene unserer Welt. Wir wollen eine Epoche schließen, welche unser Leben dem zerrüttenden Rhythmus von Auf- und Abtritten unterstellt, welche in ihrem Wesen nichts anderes ist, als ein auf unsere Kosten geliefertes, blutiges Schauspiel für weltfremde Leute, die uns persönlich gar nichts angehen. Und was, glauben Sie, Cornet, ist nötig, damit die da es aufgeben, uns noch länger anzustarren, damit dieses Theater auf Leben und Tod zu Ende geht und aus unserer Welt ein Friede wird? Dafür haben wir uns selbst zu verändern. Haben wir die größte und schwerste der Reformen bei uns selbst zu vollziehen. Wir haben das, was uns für die da sehenswert macht, aufzulösen. Die Geschichte, Cornet, vergessen Sie es nicht. Es ist die Geschichte, die wir bei uns abstellen müssen. Sie, die nur bewirkt, dass wir für die da unterhaltsam sind, hat restlos aufzuhören. Darum stehen wir Waffen. Es ist der letzte und beste Kampf, den es jetzt auszufechten gilt. Der Kampf mit der Geschichte. Denn freiwillig ergibt sie sich nicht. Sie hat sich über Jahrhunderte mit all ihren widerspruchsvollen Themen und Problemen hier bei uns eingewöhnt und feste Grundlagen in den Menschen bekommen. Sie hat Leute, die zu ihr halten und mit allen Mitteln versuchen werden, das wüste Schauspiel bei uns zu verlängern. Sie ist als Geschichte der Gewalt nur durch Gewalt zu beseitigen, leider. Wissen Sie, Cornet, was mein Traumgesicht war gestern? Ich sah einen prachtvollen, in bunten Regenbogenfarben, gleißenden Vorhang vom Himmel heruntergleiten und sich zwischen uns und jenen Gaffern dort aufreißen. Auf einmal waren wir abgeriegelt, weggewendet von dem mörderischen Publikum. Wir selbst beenden das unglückliche Stück. Wir ziehen uns vor euch zusammen.
Herzog. Meine Herren, wir proben die Befreiung noch einmal von vorne durch. Mir scheint, dass Sie noch immer nicht rasch genug von Ihren Plätzen bis zu mir vordringen. Bitte nicht vergessen, dass die Überraschung, mit der hier alles geschehen muss, unsere erste und beste Waffe ist. Dem Unhold darf keine Zeit zur Besinnung bleiben. Er muss abgetan sein, bevor der erste Hilferuf über seine Lippen kommt. Auf die Plätze! Herzogin, lass sie in der Wand. Ich habe mit dir zu sprechen. Herzog, nervös und unwillig. Was willst du? Fasse dich kurz, für lange Unterhaltung reicht die Zeit nicht. Der Tyrann kann jeden Moment hier erscheinen. Herzogin, ich glaube nicht, dass er kommt. Herzog, überzeugt. Nein, er kommt. Er wünschte ja immer, mit mir zu verhandeln. 4-mal schickte er mir seine Boten mit dem Vorschlag zu einer persönlichen Begegnung zwischen uns und an einem von mir bezeichneten Ort. Er weiß sehr gut, was für eine Macht ich gegen ihn halte und wagt nichts, blind zu riskieren. Ich bin informiert, dass er während der letzten Wochen ungeduldig auf ein Zeichen von mir gewartet hat. Jetzt, wo ich ihn endlich wissen ließ, wir seien bereit zum Reden, jetzt soll er auf einmal anderer Meinung sein? Nein, er kommt. Der Herrgott selbst führt ihn mir vor die Klinge. Herzogin in skeptischem Ton. Der ging bisher noch in keine Falle. Herzog ungeduldig. Ja, allerdings. Aber er entkam nur, weil man die Sache unklug anfing. Weil man dachte, ihn irgendwo im Freien auflauern zu können. Das war natürlich unnütz. Denn der Lump weiß ja genau, dass er sich in diesem Land nur noch mit der größten Vorsicht zu bewegen hat. Darum ändert er alle seine Marschrouten immer noch in der letzten Sekunde. Ihn auf dem Marsch zu fassen, hielt ich schon von Anfang an für ein vergebliches Unternehmen. Herzogin, bedeutungsvoll. Man sagt, er habe die Gabe, jeden Ort, der eine Gefahr für ihn vorstellt, im Voraus zu erkennen, und er soll jeden Hinterhalt beinahe bewusst ausgewichen sein, einfach weil ihm die Gegend da nicht sicher genug vorgekommen wäre. Herzogin, immer hartnäckiger und bestimmter. Jedes andere Zimmer hier hätte mehr zu unserem Vorhaben gepasst. Der König würde ohne Bedenken erscheinen und ihr hättet ihn erwischt. In diesen Saal aber, sage ich dir, kommt er nicht. Herzog ungehalten. Und warum nicht, wenn man fragen darf? Herzogin eindringlich. Weil dieser Raum gerade das ist, was der König meidet wie die Pest. Weil dieser Raum das ist, wovor er sich hütet. Weil er immer schon im Voraus Bescheid weiß. Herzog schreien. Was ist denn dieser Raum nach deiner Ansicht? Was denn was? Herzogin. Ein Raum für Zuschauer. Der Herzog verblüfft herumfahren. Was für ein Unsinn redest du da? Herzogin unbeirrt. Dieser Saal ist ein Zuschauerraum, und weil der König das weiß, wird er sich hüten, hier einzutreten. Herzog aufgewacht. Also auch du. Auch du bist von der Dummgläubigkeit angesteckt, die in dem Scharlatan von König, in diesem Nichtsnutz, der bereit ist, unser Land seiner Kaprize hinzuopfern, einen Allwissenden sehen will. Bei Gott, es ist an der Zeit, dass wir den Wahnsinnigen entfernen, ehe uns die nächsten und teuersten Menschen entfremdet. Niemals, sage ich dir, nie werde ich den Unfug über geheime Zuschauerräume Glauben schenken. Auch dann nicht, wenn, wie du es prophezeist, der König nicht hierher kommen sollte. In solchem Fall werden wir sein Fortbleiben keinen hellseherischen Fähigkeiten zuschreiben, sondern einfach der Tatsache, dass er von dem, was wir hier planen, irgendwie Wind bekam. Ich lasse mir nichts vormachen. Die Herzogin, schön. Erfahre selbst, was du so hartnäckig ablehnst, von anderen zu lernen. Herzog, allein mit unzufriedenem Gesicht, nachdenklich. Das hier soll ein Zuschauerraum sein? Was für ein Unfug.
Von woher soll man denn hier hereinsehen? Die Fenster sind zu. In den beiden Wänden links und rechts stecken meine Leute. Die sehen hier allerdings zu. Aber sie können ja nicht gemeint sein. Bleibt diese Wand. Aber das ist doch eine ganz gewöhnliche Mauer. Wie könnte hier jemand bis zu uns durchsehen? Der reine Humbug. Wenn hier irgendwelche Geister einbringen, müssten die, da doch der König immer so besorgt ist, aus ihrem Blickfeld zu bleiben, ihrer Gesinnung nach eher auf unserer Seite sein als auf seiner. Dann müssten die es begrüßen, wenn wir unsere Sache gegen den Tyrannen durchbringen. Denn wenn der hier siegt, bekämen die nichts mehr zu schauen. Der schlösse alle Zuschauerräume und nehme ihnen jede Sicht auf die Ereignisse unserer Welt. Wenn es diese mysteriösen Zuschauer wirklich gibt, so können wir uns ihrer Zustimmung gewiss sein. Denn was wir verfolgen, ist offenbar auch ihre Sache. Und vielleicht schenken die uns aus ihrem Geisterland auch noch das nötige Glück dazu. Ha, dass der Elende heute hier eintritt. Das brauchen wir, nur das. Macht ihn blind. Führt ihn her, wenn ihr es könnt, wenn ihr überhaupt existiert. Was immer sein mag, wir proben seinen Tod. Hassen sollt ihr, töten sollt ihr, ihn stechen. Sieht aber wirklich so aus wie Theater, wie eine Probe für die Erstaufführung. Was ist denn anders als ein Auftritt in der nötigen Haltung und mit dem entsprechenden Mienenspiel? Auf alle Fälle benehmen wir uns szenisch. Sollte unser Vorhaben wirklich ein historisches Schauspiel sein? Wenn ja, so würden wir uns nur des Lobes und Beistands unserer unsichtbaren Zuschauer versichern, wenn wir ihnen den Tyrannentod noch näher und noch anschaulicher präsentieren, wenn wir sie den Vorgang direkt anschauen lassen. Gesetzt natürlich, dass es die Zuschauer hier überhaupt gibt. Dieser Ort hat geheime Vorteile, die ich euch jetzt nicht im Einzelnen erklären kann. Dazu ist keine Zeit mehr, aber da ihr so neugierig seid, will ich euch doch die Hauptsache sagen. Unsere Schutzengel, die guten Geister, die unsere gerechte Sache unterstützen, sind in dem ganzen Raum hier gerade an dieser Stelle die machtvollsten. Du, Gottfried, allein, du solltest uns den König bringen. Gottfried, er lehnte es ab, mit mir zu gehen und gab mir stattdessen dieses Pergament für euch mit auf den Weg. Herzog zögernd die Rolle nimmt. Sagte er nichts dabei? Ist dir nichts Besonderes in seinem Benehmen aufgefallen? Gottfried, nein, er war ruhig und sprach nur freundlich zu mir. Sonderbar finde ich bloß, dass er immer wieder wissen wollte, wo eure Hoheit ihn zu empfangen wünscht. Er fragte mich mehrmals danach, und wenn ich ihm sagte, es sei der Rittersaal, wurde er jedes Mal merkwürdig still. Am letzten Tag gab mir sein Adjutant diese Botschaft für euch und entließ mich mit der Erklärung, der König wäre im Moment verhindert, eurer Einladung Folge zu leisten. Der Edelmann faltet das Pergament langsam auf und ließ daraus Folgendes vor. Elender Verräter! Glaubst du, dass du mich jemals in eine Falle locken könntest? Dazu gehört ein klügerer Kopf, als du einen hast. Der Ort, wohin du mich bestellst, gibt mir deine mörderische Absicht klar zu erkennen. Der Rittersaal in deinem Schloss ist ein Zuschauerraum, wo Geschichte im Hinterhalt lauert, wo sich nur das ereignen kann, was sie begünstigt. Für mich, der ihr Theater liquidieren und alle Zuschauerräume schließen möchte, kann das nur das Ärgste sein. Sieh dich vor! Denn mit Meuchelmördern mache ich kurzen Prozess. Du hast hochgespielt und verloren. Gnade kannst du von mir nicht mehr erwarten.
Mein Heer marschiert schon auf dein Schloss, auf den letzten teuflischen Zuschauerraum in meinem Lande und macht es dem Boden gleich. Treffe ich dich noch da an, so sollst du nichtswürdiger dort auch selber mit verbrennen. Dann wird dein Verrätertod das letzte Schauspiel auf deiner elenden Bühne sein. Konsternierte Schweigen. Der Herzog mit heiserer Stimme und gebieterisch erhobener Hand. Auf die Pferde und fort von hier. Wir gehen nach Norden, aber nicht als Besiegte. Wir kehren mit zehnfacher Streitmacht wieder und brechen diesem Wahnsinnigen das Rückgrat. Er soll erfahren, was es heißt, die Geschichte so herauszufordern. Wir werden ihn aus einem Zuschauerraum in den anderen hetzen und ihn zum Schluss in dem kleinsten, engsten und letzten dieser Räume ja einen tollen Hund erschlagen. Er soll des Todes sein. Des Todes, des Todes. Ein richtiger Fuchsbau ist das, und wie recht der König hatte, sich von hier fernzuhalten. Ramesin, ja, den Hinterhalt hat er wieder zeitig genug vorausgerochen, sonst wäre es wohl um ihn geschehen. Unser König besitzt wirklich einen besonderen Sinn für jede Falle, die man ihm stellt. Nach den Dutzend Ermordungsversuchen, denen er immer glücklich entwich, muss man es zugeben. Aber wie lange dauert dieses Glück? Erblich in überzeugten Ton sich den Staub von den Kleidern klopfend. Unser König ist ein Hellseher mit einem besonderen Talent zum Identifizieren von allen kriminellen Tatorten der Geschichte. Dem kann einfach nichts passieren, weil er immer schon im Voraus sehr gut weiß, wohin er gehen darf und wohin nicht. Ramesin, diese Mauer sagt, er soll die durchsichtigste und gefährlichste von allen sein, die es gibt. Erbe ich hinzutreten. Tja, von hier sehen nach seiner Meinung die fremdweltlichen Geister zu uns herein. Das jenseitige Zuschauervolk, für das wir spielen und bluten müssen. Die Wand anfassend. Komisch, nicht? Erbisch, energisch. In einem trotzigen, beinahe finsteren Ton. Dieser Saal ist ein Zuschauerraum, in dem wir unausgesetzt bespitzelt werden. Er ist ein infames Guckloch, durch das uns schamlos aus dem All fortwährend ansehen. Er ist eine Bühne, wo wir nur zur Unterhaltung für irgendwelche böse, gaffenden Geister aufzutreten haben. Darum, mein Lieber, reißen wir ihn ein und zur größeren Sicherheit auch gleich das ganze Gebäude, in dem er sich befindet. Ramesin, ironisch. Also muss ich bereit sein, wollen Zuschauerräume hinter den einfachsten Erscheinungen zu vermuten, um zu glauben, dass es solche Räume da auch wirklich gibt. Welche Absurdität. Du überzeugst mich nicht. Aber lassen wir das fruchtlose Streiten. Sage mir lieber, ob es nicht einen Weg gibt, die Räumlichkeiten, welche ihr als Zuschauerräume verdächtigt und vernichten wollt, zu erhalten? Warum müssen dieses Haus, dieser Saal zugrunde gehen, wenn wir schon unsere Hand daran gelegt haben? Der Herzog und sein Gefolge sind ja weit von hier und wagen sich nicht mehr her. Was kann uns dieser Saal, dieser sogenannte Zuschauerraum noch schaden? Du sagst, fremde Geister starren ja, aber kann uns das jetzt noch ernsthaft etwas ausmachen? Hier gebieten doch wir und nicht mehr die Geschichtlichen.
Hier sind wir die Herren und nicht mehr diejenigen, welche für ein, wie ihr meint, geheimnisvolles, übernatürliches Zuschauervolk, sehenswürdiges Vollbringen, Fallen, Stellen, Morden, den Bauerschinden kürzlich historisch benehmen müssen. Was können uns diese Beobachter bedeuten, wenn die Leute, die sie brauchen, um etwas zu sehen, verjagt sind? Lass sie starren, bis sie müde werden. Und nun bedenke noch den Nutzen, den ein solches gemäßigtes Vorgehen unserer Seite einbringen würde. Dieser schöne Rittersaal blieb uns erhalten. Siehst du den funkelnden Marmor in den Säulen, welche du umstürzen willst? Die zierlichen Kapitelle hoch oben und das ganze anmutig ausgreifende Gewölbe, das sie krönt. Siehst du die kunstvollen Glasmalereien in den Fensterbögen, den wunderbaren Kamin und die geschnitzten Türen? Mach die Augen auf und besinne dich, überlege, was du tust. Kann man ein solches Musterbeispiel unserer Baukunst einfach zu Boden stampfen? Erbrich, im zornigen Ton. Dieser Saal ist nicht nur ein Raum für uns und unseresgleichen, er ist auch ein beständiges Blickfeld für böse, übernatürliche Wesen, die ihr gnadenloses Spiel mit uns treiben. Darum haben wir ihn zu vernichten. Die Weltlage heute ist nicht mehr die von vor ein paar Jahren. Man kommt heute schon beinahe überall zu denselben Erkenntnissen wie wir. Die Völker lernen zu begreifen, dass das Elend, das sie in ihren Sprachräumen drückt, daher rührt, dass diese Räume wesentlich Zuschauerräume sind, Räume mit geschichtlichen Unstimmigkeiten, blutigen Konflikten und Verwirrungen zum Ergötzen fremdweltlicher Zuschauer. Was wir machen, Ramesin hat sich herumgesprochen und die Leute überall aufgeweckt. Wir wissen von erheblichen Unruhen in den zentralen Zuschauerräumen des Nordreiches. Siehst du, und es ist für uns darum auch politisch sehr notwendig, da oben mal nachzusehen, wie sie es anfangen. Um nicht in der gegenwärtigen Isolation zu bleiben, müssen wir uns in der Welt nach Gleichgesinnten umsehen. Ich gehe übrigens nicht nur als politischer Beobachter. Auch mein Herz zieht es in jene Gegend. Ramesin elektrisiert eine Leidenschaft. Du, Ei der Tausend, wer hätte das von einem so nüchternen Ideologen wie dir jemals gedacht? Wer ist die Dame? Ich beschwöre dich, sag's. Erblich strahlend. Ramesin, es ist leicht möglich, dass ich schon verheiratet zurückkomme. Herzog spöttisch, dieses Zimmer hat wirklich etwas Theatrales.
Man fühlt sich in ihm tatsächlich angestarrt. Aber ist das nicht ein Grund mehr, dass wir hier schnell und glatt miteinander fertig werden? Von unserer Seite soll dem nichts im Wege liegen. Alles hängt allein von Ihnen ab. Nehmen Sie also Rücksicht auf unsere Zuschauer und lassen Sie uns nicht ungemütlich werden. Wir brauchen keine brutalen Szenen. Mann, wir wollen keinen Skandal mit Ihnen. Warum sollen wir unsere Zuschauer mit Brutalitäten schrecken, wenn wir uns in aller Ruhe unterhalten können? Nein, wir sind gar nicht dazu aufgelegt, diesen Raum zu einem besonders interessanten Zuschauerraum werden zu lassen. Wir wollen hier sicher keine Folter und keine Prügel zum Besten geben. Ja, wir wollen in diesem Zimmer sogar überhaupt nichts aufhören. Wir wollen, dass hier gar nichts, verstehen Sie, gar nichts geschieht. Und das wollen Sie doch sicherlich auch nicht, wahr? Da sehen Sie. Wir sind uns einig. Und damit hier nichts mehr passiert, tun Sie jetzt mal hübsch den Mund auf und erzählen Sie ganz leise, damit es kein Zuschauer hört, was ich mir von Ihnen erbeten habe. Los! Ich warne Sie aber noch, unsere Geduld mit Ihnen nicht länger auf die Probe zu stellen. Wenn Sie jetzt nicht gleich reden, haben Sie sich alle unangenehmen Folgen selbst zuzuschreiben. Dann führen wir hier mit Ihnen etwas auf. Nun, ich warte. Erbig verlässlich. Sie sind mir gleichgültig. Und was die Zuschauer angeht, so mögen Sie ruhig die größten Grausamkeiten überraschen. Vielleicht passiert es dann, dass es Sie reut, so ein unmenschliches Theater zu begaffen, dass Sie in keiner blutigen Szene länger Zerstreuung suchen wollen und sich solche sadistischen Weltanschauungen verbieten. Dann bekommen Ihresgleichen keine Rollen mehr in der Geschichte. Und mehr wollen wir ja nicht. Der Herzog in schneidenden Ton. Ja, mehr wollt ihr nicht. Das lässt sich gut vorstellen. Aber bis dahin kommt es nicht, Freundchen. Kommt es nie. Und weißt du auch warum? Weil deinesgleichen denen da, wenn es sie gibt, viel zu langweilig sein wird. Weil in dieser Welt nichts Sehenswertes mehr geschehen würde, wenn deinesgleichen überall ans Ruder kämen. Darum. Und darum werden unsere lieben Zuschauer natürlich nur, wenn es sie gibt. Diese Hypothese gefällt mir immer mehr, muss ich sagen. Also darum wird unser liebes Publikum da draußen im Grunde auch gar nichts dagegen haben. Wenn wir dich jetzt ein bisschen piesacken, willst du den Mund aufmachen. Los! Ich weiß, du willst hier den Helden spielen, um unsere Zuschauer zu beeindrucken. Du willst uns nichts erzählen. Wir wissen ja schon so manches über dich. Von Ramesin, von deinem Freund von Ramesin da drüben. Da staunst du, was? Erblich sich vor Schmerzen kommend. Ihr lügt. Der Herzog heftig. Das ist die reine Wahrheit. Du bist verraten und verkauft, mein Lieber. An uns verkauft von Ramesin. Sonst gab es nichts, um uns zu solcher Zeit in dieses ferne Schloss zu bringen. Wir wussten, wo wir dich fassen konnten. Erbig nach einem kurzen Schweigen. Der elende Verräter. Der Herzog hämisch. Wir hier nennen ihn den guten Verräter. Denn bedenke doch selbst, um wie viel interessanter ist dieser Zuschauerraum gerade jetzt geworden, wo wir dich gefangen haben. Jetzt können die Zuschauer, bei diesen Worten macht der Herzog eine Armbewegung durch die Mauer zu dem realen Publikum hin, da vor uns doch wenigstens auch was Spannendes erleben. Ohne die guten Verräter, mein Herr, gäbe es auf unserer Welt nichts zu sehen und nichts zu hören. Man lebte taub und stumm und überall triumphierte nur deinesgleichen oder ähnliches Gesindel. Halt! Sitzen darf er nicht. Dem machen wir es nicht gemütlich. Stellt ihn auf die Beine, den Schurken. Mit dem Gesicht zur Wand, bitte. Damit die Zuschauer auch etwas von ihm haben. So! Du willst also nicht klüger werden? Müssen wir dich noch weiter kaputt machen, damit du Verstand annimmst? Oder denkst du vielleicht, dass wir uns hier vor Zuschauer genieren? Zuschauer, mein Freund, sind bestimmt nicht zimperlich. Die können so allerhand vertragen, auch deinen zerbrochenen Schädel. Don Rose, ihr, wenn es euch gibt, warum kommt ihr nicht auf die Szene, um zu retten? Ihr müsst euch doch erbarmen
Ihr könnt euch den Mord hier oben doch nicht nur ruhig ansehen. Ihr müsst doch hier herein und den Totschlag verhindern, wenn ihr Menschen seid, wenn ihr Menschenähnliche seid. Hey ihr, wenn es euch gibt, leiht mir euren Beistand. Dies ist der Augenblick, der alles entscheiden kann. Unsere und eure Chance, wenn wir die versäumen, ist es aus. Von Zuschauern hängt doch auch immer viel ab. Wer ihre Sympathien besitzt, hat mehr Glück im Spiel. Und wenn ihr wirklich höhere Wesen, wenn ihr Geisterwesen seid, wie man von euch sagt, müsste eure Macht über unser Schauspiel dann nicht auch viel, viel größer sein? Seid für uns und wünscht euch, dass alles so kommt, wie wir es planen. Dann wird es bestimmt leichter gehen. Gelingt der Putsch, so retten wir die Geschichte und diese Weltbühne bleibt in Funktion. Dann gibt es hier immer etwas anzuschauen. Verlieren wir, so ist es der Weltverschluss und unsere Bühne stürzt ins Dunkel. Das wollt ihr doch nicht, oder? Danke für die erste Hilfe. Das hat ja fein geklappt. Ich glaube, es gibt euch wirklich. Ich werde gläubig, zuschauergläubig. Jetzt kommt die Hauptsache. Die müsst ihr auch noch fördern, wenn alles gut gehen soll. Wartet es ab. Gleich steigt hier eine Vorstellung, die ist so recht nach eurem historischen Geschmack. Ihr werdet zufrieden sein. Wenn wir siegen, versprechen wir euch den Wiederaufbau aller eurer Zuschauerräume. Wir werden dafür kein Gold und kein Samt sparen. Aber auch zahllose neue Theater werden wir für euch anlegen. Ihr sollt von allen Seiten freie Sicht auf unsere Welt haben. Und damit ihr uns immer sehen könnt, schaffen wir alle Vorhänge bei uns ab. Und stellen auch keine Bänke mehr vor unseren Szenen auf. Wir wollen nur noch für euch da sein. Wir wollen nur sein, wie und was ihr wollt. Unser Glück ist, eurem Zeitvertreib zu dienen. Graf Rehlen, Sie? Wie kommen Sie hierher? Und in solchem Aufzug, was ist geschehen? Der Graf salutierend. Ah, Oberst von Ramesin, wie gut, dass ich Sie treffe. Die Truppen, sagte man mir, sind in diesem Theater versammelt. Ist das richtig? Von Ramesin zögernd. Ja. Der Graf nach einer Pause. Na schön. Dann brauchen wir sie nicht mehr extra zusammenzutrommeln und können es ihnen gleich sagen. Von Ramesin. Was sagen, Graf? Der Graf, einen Arm auf Ramesins Schulter legend, in bewegtem Ton. Oberst, nehmen Sie es gefasst auf. Unser König lebt nicht mehr. Von Ramesin vor Erstaunen zurücktretend. Wie sagten Sie eben reden? Unser König tot? Der Graf nickt, mit Mühe seinen Triumph verbergend. Wie konnte das geschehen? Reden, so sprechen Sie doch schon, um Himmels Willen! Graf erzählt stockend. Vorgestern Abend kamen wir mit ihm von einer Truppenbesichtigung im Südabschnitt. Den Rückweg hatten wir, wie gewöhnlich, nach seinen genauen Vorschriften festgelegt. Sie wissen ja, er war in solchen Sachen immer sehr misstrauisch und tritt durch keinen Ort, den er nicht vorher selber erkundet oder mindestens auf der Karte untersucht hatte. Von Ramesin nickte ungeduldig. Weiter! Der Graf vor Bewegung stammelnd und sich mit einem Tuch die Stirn wischend. Ja, wir können es bis jetzt nicht begreifen, Ramesin. Seine Ortsanalysen waren doch sonst immer unfehlbar, aber diesmal muss er sich eben getäuscht haben. Als er seinen Irrtum erkannte, war es schon zu spät. Da waren wir schon in einen Hinterhalt geraten und fochten um unser Leben.
nach einer Pause. Er fiel als erster von einer Kugel getroffen. Weil alles so unerwartet kam, gab es keine Möglichkeit mehr, ihn zu decken. Wir bildeten sofort ein Karree um den Gestürzten und hätten uns eher in Stücke hauen lassen, als ohne ihn von da zu weichen. Als dann endlich Verstärkung nahte und die Wegelager vertrieben waren, starb er in unseren Armen. Von Ramesin Trauer vorschützend. Schrecklich. Der Graf zuerst mit Bewegung, dann immer hitziger. Ja, es ist ein furchtbarer Schlag für uns alle. Seinen Platz kann niemand einnehmen. Weißt du auch nur irgendeinen unter uns, der die Gabe besäße, so zu überzeugen wie er? So wie er die Menschen mit der einzigartigen Kraft seiner Argumente dazu brachte, ihre Geschichtlichkeit als das unwürdigste Theater zu erkennen und sich mit der ganzen Leidenschaft des Herzens davon loszusagen, wie er die Menschen von Rang und Stand, Ruf und Ruhm bekehrte. Ich sehe niemanden. Wir haben gewiss brave Leute, die es gelernt haben, das Leben in seinem Sinn zu verstehen, aber sie haben es eben nur gelernt und nicht ursprünglich in sich sitzen. Die veränderte Lage gebietet uns Strenge. Ein Rat ist gebildet, der die Zügel bei uns jetzt noch straffer anziehen wird. Alle Truppen werden von diesem infamen Attentat in Kenntnis gesetzt, damit sie wissen, was und wem sie es in den bevorstehenden Schlachten tausendfach zu vergelten haben. Für die gerechte Sache unseres teuren Königs werden wir alle unser Möglichstes tun. Ramesin spöttisch. Ach, der Graf. Ja? Und nach allem, was geschehen ist, müssen wir jetzt natürlich auch die äußerste Vorsicht walten lassen. Alle Räume, die auch nur die geringste Analogie mit Zuschauerräumen aufweisen, werden restlos liquidiert. Wenn wir Zuschauerräume bis heute zuweilen noch im Grundriss weiter bestehen ließen, so wischen wir jetzt alle Konturen davon aus. Die Lektion, die uns die Geschichte erteilt hat, war hart genug, aber auch lehrreich. Das werden wir der Welt beweisen. Die ganze Truppe steckt in einem Theater. Jetzt kommt mir die außerordentliche Gefährlichkeit dieses Faktums richtig zu Bewusstsein. Mann, Ramesin, wer hat unsere Leute hier hereingebracht? Das ist doch ein Zuschauerraum. Und wie ich sehen kann, auch noch ein ziemlich intakter. Ramesin, leiser Spott. Der Regen, Graf. Der Regen. Welch ein Glück auch, dass wir dieses Haus in weiser Voraussicht des launischen Wetters nicht vollkommen zerstört haben. Jetzt sind wir dort warm und trocken. Der Graf immer noch unzufrieden. Ihr hättet besser in der Stadtquartier nehmen sollen. Das wäre sicherer gewesen, als so einen riskanten Ort zu betreten. Wir haben sie im Quartier nehmen? Bei wem? Die Bevölkerung dieses Ortes teilt nicht unsere antihistorische Gesinnung. Da hätten wir uns gewaltsam die Türen öffnen müssen. Aber wie Sie selber wissen, Graf, stehen wir alle unter dem strengen Befehl, die Zivilbevölkerung schon zu behandeln. Nun ja, aber eine Fahrlässigkeit bleibt es doch. Warum habt ihr nicht eure Zelte aufgeschlagen, ein Zeltlager angelegt, ein Zuschauerraum als Aufenthaltsort der Truppe zu wählen? Es ist unfassbar. Wir sind Kampftruppen, Graf, und führten kein Gepäck. Der Tross mit den Zeltbahnen traf noch nicht ein. Sollten wir unsere Leute deshalb im Regen stehen lassen? Der Graf sagte, es war wieder alle Vorschrift, sie bis auf den letzten Mann in einen Zuschauerraum zu schicken. Dergleichen darf sich nie mehr wiederholen. Kommen Sie jetzt, ich will sehen, was sich da drin tut. Von Ramesin eindringlich. Ich muss Sie dringlichst bitten, der Truppe nichts zu sagen, solange sie im Theater ist. Wir könnten keinen gröberen Fehler begehen, als unseren Soldaten zuzumuten, diese schreckliche Todesnachricht in einem Zuschauerraum entgegenzunehmen. Das wird die meisten von ihnen nur schockieren, nur unnötig demoralisieren. Es wird sie dazu verleiten, einen schicksalhaften Zusammenhang zwischen der Nachricht und dem Ort ihrer Übergabe zu sehen. Einen drohenden Wink höherer Mächte, unserer Zuschauer, wenn sie wollen, der besagt, dass wir uns ihrer Dimension niemals entziehen werden, dass wir trotz allem doch immer noch der Geschichte und ihrem Theater verhaftet bleiben. Graf! Ich rate dringlichst ab, die Truppe schon in diesem Schauspielhaus zu informieren. Warten Sie damit. Der Regen ist bald vorbei. Dann führen wir die Leute heraus und es ergibt sich die Möglichkeit, ihnen das Vorgefallene ohne besondere Prestigeverluste für uns beizubringen. Graf zögern.
Sie könnten recht haben. Noch einen Moment. Gut, ich sage noch nichts. Aber sorgen Sie dafür, dass die Truppe sich nach dem Regen auf einen offenen und sicheren Platz einfindet. Ja, und nehmen Sie sich für die Wahl der Örtlichkeit lieber ein paar Experten mit, dass Ihnen dabei nicht etwa gar noch ein verkappter Zuschauerraum unterläuft. Er verschwindet im Theater. Ramesin, der wird still sein, solange es nötig ist. So wird diese Geschichte doch das, was sie von Anfang an zu werden bestimmt war, ein Stück für euch. Am Ende am blutigsten und am historischsten. Wer Hand an eure Zuschauerräume legt, legt Hand an sich. Da! Da kommt jetzt schon in ganz kurzer Zeit das große historische Schlussbild, das wir hier für euch vorbereitet haben und das ihr sicher schon gespannt erwartet. Ich wünsche viel Vergnügen. Zweiter Offizier ungehalten. Ihr seid von Sinnen und es lohnt sich wohl kaum noch mit euch zu reden. Aber wo die Wahrheit vergessen ist, muss sie umso dringlicher an den Tag. Darum spreche ich jetzt. Es war bisher die Innen- und Außenpolitik dieses Staates, sich auf keine Zuschauerräume festzulegen. Seine Bürger sollten nicht mehr die Opfer eines Schauspiels sein, das man landläufig Geschichte nennt, aber das im Grunde nichts weiter ist als das Zuschauervergnügen für eine fremde Welt, die uns thematisch nichts angeht. Die Meidung und Vernichtung ihrer Zuschauerräume ist der erste Paragraph in dem Reglement, dem wir uns als Soldaten dieses Landes verpflichtet haben, in der Erkenntnis und dem Glauben, dass es für die Menschheit besser sein wird, wenn ihr, befreit von allen verhexten Plätzen, wo sie nur als leidvolles Schicksal geschichtlich ist, keine äußeren menschlich desinteressierten Zuschauermacht mehr vorschreibt, was sie tun muss. Das war bis heute unser Standpunkt. Ist er es noch? Das sieht bei Gott nicht so aus. Kein Weglaufen, Ramesin. Hier stirbst du mit. Ihr da. Wie gefällt euch unser Stück?